play there, actually, from Killefish. Ridiculous match. Yeah, that's a great comeback for Killefish. Oh, no. Killefish are going to LA. Yo, servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Shocks und erstmal dicke Sorry dafür, dass ich vor den NA Regionals kein Prediction-Video mehr dazu gemacht habe. Ich hätte wirklich sehr, sehr gerne ein Video dazu aufgenommen, aber leider hat mich auch die Grippewelle erwischt und ich bin das ganze Wochenende über flach gelegen. Hatte natürlich den Vorteil, dass ich mir gemütlich die NA Regionals anschauen konnte. Aber jetzt gucken wir uns ganz kurz noch einen Recap an, was denn so letztendlich passiert ist auf den NA Regionals und welche 14 Teams sich letztendlich für Los Angeles qualifiziert haben. Wenn euch aber wirklich interessiert, was genau auf den NA Regionals passiert ist, da ihr es selber nicht anschauen konntet, empfehle ich euch auf jeden Fall mal in die Infobox zu gucken, da habe ich euch eine Deserto News verlinkt. Dort findet ihr nochmal in Schrift zusammengefasst, was auf den NA Regionals passiert ist. Dort findet ihr nochmal die Top 14 Platzierungen und andere sehr, sehr interessante Infos zu den NA Regionals. Ich werde jetzt hier nicht den kompletten Turnierbaum mit euch durchgehen, da das Ganze sonst 3 Tage hier dauern würde. Wenn euch der Turnierbaum interessiert, also der komplette Loser-Bracket-Baum oder Winner-Bracket-Baum, den findet ihr auch, wie schon eben in der genannten Deserto-News, die unten in der Beschreibung verlinkt ist. Aber wie ihr hier schon im Hintergrund sehen könnt, haben wir das Loser-Bracket-Halbfinale zwischen Denial Esports und Optic Nation. War ein sehr, sehr gutes Game. Und Denial Esports konnte sich hier mit einem 3:1 gegen Optic Nation durchsetzen und ist hier somit ins Loser Bracket Final vorgerückt. Zuvor konnte Optic Gaming schon gegen Team Envious mit 3:0 ins Winner Bracket Final einziehen und FaZe Red konnte sich mit 3:1 gegen Team Revenge durchsetzen. Team Revenge wurde letztendlich Vierter, hat ein sehr, sehr starkes Turnier gespielt, war für mich persönlich echt sehr, sehr überraschend, dass die so weit gekommen sind. Ich habe zwar predicted, dass die auf jeden Fall in die Top 14 kommen werden, da ich wusste, dass es kein schlechtes Team ist, aber dass sie sich dann letztendlich wirklich bis auf den 4. Platz durchkämpfen werden, hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Wirklich Respekt an das Team. Dann haben wir hier das Winner Bracket Final, wo sich dann Optic Gaming mit 3:1 gegen FaZe Red durchsetzen konnte und Optic Gaming zog somit ins Winner Bracket, ins Grand Final ein und Denial Esports traf dann daraufhin im Loser Bracket Final auf FaZe Red und es war auch wieder ein sehr, sehr gutes Match. Da konnte sich dann Denial Esports auch mit 3:1 durchsetzen und was wirklich sehr, sehr interessant war und echt eine extrem gute Leistung war. Denial Esports ist ja relativ früh schon ins Loser Bracket gefallen und hat dort 7 Matches am Stück gewonnen. Also wirklich unvorstellbar gute Leistung, 7 Matches gegen Top Teams im Loser Bracket zu gewinnen und bis ins Grand Final einzuziehen. Aber leider musste sich dann Denial Esports auch hier dann mit 3:0 gegen Optic geschlagen geben und Optic Gaming hat dann auch wie zu erwarten hier das Turnier gewonnen und hat somit den ersten Seed von den NA-Teams bei den Call of Duty World Championships 2014. Somit ist jetzt auch das letzte Regional Final vorbei von den insgesamt 4 Regional Finals. Wir erinnern uns, wir hatten ja bereits die EU Finals, wir hatten die APAC, also die australischen Finals und das brasilianische Finals. Das war jetzt das NA-Final, das letzte der 4, wie gesagt, jetzt haben es die letzten 14 Teams für Los Angeles qualifiziert, die 14 amerikanischen Teams, was auch sehr, sehr interessant ist. Es waren 6 kanadische Teams dabei und 2 mexikanische Teams und keines der Teams ist wirklich weit gekommen. Es haben sich letztendlich dann wirklich nur 14 NA-Teams durchgesetzt. Wie wir hier sehen können, hat sich hier einmal Optic Gaming qualifiziert für Los Angeles, Orbit, NA, Denial Esports, FaZe Red, Optic Nation, Strictly Business, Prophecy, Automatic Reloaded, Team Revenge, Team Andreas, FaZe Black und Team Caliber. Und dann haben wir meiner Meinung nach wirklich 2 Underdogs hier mit dabei, einmal Below Zero, einmal FreeSub Enterprises. Die beiden hätte ich ehrlich gesagt nicht predicted, ich hätte eher gesagt Stunner Gaming und Rise Nation hätte ich jetzt hier noch mit rein predicted. Die anderen 12 Teams habe ich oder hätte ich auch 1:1 so predicted, da es wirklich die Top Teams in den A sind. Aber wie gesagt, 2 Underdog Teams haben es geschafft, Below Zero und FreeSub Enterprise, und das zeigt auch wieder mal, dass man mit genügend Practice wirklich Chancen hat, sich für so ein Turnier zu qualifizieren. Vor allem in der NA-Szene, wo wirklich extrem viele und extrem gute Top-Teams dabei sind, sei es die Optic-Teams oder die Face-Teams, also die wirklichen Pro-Teams, und es haben wirklich auch 2 Underdog-Teams es hier geschafft, sich hierfür zu qualifizieren, und somit haben wir jetzt diese 14 Teams aus den NA-Regional-Finals, und dann gucken wir uns noch ganz kurz die Endplatzierungen dieser Top-14-Teams an.
wie hier sehr schön bei Desert Germany zu sehen ist, hat Optic Gaming, wie eben schon gesagt, den ersten Platz belegt, $5,000 Preisgeld bekommen, Denial Esports den zweiten Platz mit $2,500 Preisgeld, Face Red und Optic Nation teilen sich jeweils den dritten und vierten Platz, bekommen beide $1,250. Auf dem fünften und sechsten Platz haben wir Team Envious und Team Revenge. Auf dem siebten und achten Platz haben wir Team Caliber und Face Black. Auf den Plätzen 9 bis 12 haben wir Automatic Reloaded, Strictly Business, Prophecy, Team Orbit. Und wie eben auch schon gesagt, auf dem 13. und 14. Platz haben wir die zwei Underdogs, Below Zero und Free Sub Enterprises. Das war's, wie gesagt, mit den NA Regional Finals. Ich werde die nächsten Tage noch ein Video bringen, wo ich nochmal alle 32 Teams zusammenfassen werde. Also alle 32 Teams, die sich jetzt für Los Angeles qualifiziert haben, die in 3 Wochen nach LA fliegen und um die $1 Million spielen werden, werde ich nochmal zusammenfassen. Ich denke mal, dass dieses Video noch diese Woche online kommen wird. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen und wir hören uns dann die Tage wieder. Bis dann. Ciao, Servus, euer Shox.